Es sind Bilder der Hoffnung, des Wiederaufbaus und des Zusammenhalts, aber auch Erinnerungen an ein vom Nationalsozialismus zerstörtes Wien. Militärfotograf Yoichi Okamoto war derjenige, der das Ausmaß der Zerstörung mit seiner Kamera dokumentiert hat. Seine Fotos sind derzeit unter dem Motto Bild, Macht, Politik in der österreichischen Nationalbibliothek als Sonderausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Yoichi Okamoto war ein japanischstämmiger Amerikaner, der 1944 erstmals nach Österreich reist, um für die US-Armee den Marshallplan zu dokumentieren. Er hat ein Österreich fotografiert, das wir heute so gar nicht mehr kennen. Nach diesem verheerenden Zweiten Weltkrieg war dieses Land zerstört. Er hat das dokumentiert, er hat die Not der Menschen gezeigt, er hat aber auch den Wiederaufbau mit seinen Bildern dokumentiert, die Marshallplan-Projekte und auch, was sehr stark in seinen Bildern auch spürbar wird, diese Zuversicht und diese Hoffnung der Menschen nach diesem Krieg und dieses neu erwachsene Selbstbewusstsein als Österreicherinnen und Österreicher. Andererseits hat er auch die Alltagsszenen festgehalten, das heißt Menschen, die hier in einer neuen Normalität leben, darunter auch die Wiener Kunst- und Kulturszene, die sich neu erfunden hat sozusagen. Er hat sehr viele Künstler und Künstlerinnen des Artclubs porträtiert, darunter Fritz Wottruba, Maria Biljan Bilger oder Johanna Schiedlow beispielsweise. Diese Porträts hat er dann auch ausgestellt im Amerika-Haus in der Kärntnerstraße, später auch in seiner eigenen Fotoausstellung in der Galerie Würtler. Diese Bilder haben einen ganz starken dokumentarischen Charakter und sie zeigen ein Stück Österreich, das wir so heute nicht mehr kennen, und sie dokumentieren eine Zeit, die für dieses Land ganz, ganz prägend war. Höhepunkt seines erfolgreichen Wirkens war 1964 die Ernennung zum offiziellen Fotografen des Weißen Hauses durch Lyndon B. Johnson. Ersten Recherchen zufolge zeigen seine Bilder auch, dass er bei der ersten jüdischen Gedenkfeier nach dem Krieg vermutlich als einziges Medium anwesend war. Der Nachlass war bei seinem Sohn Paul Okamoto in den USA und über Vermittlung der österreichischen Botschaft in Washington wurde das an uns herangetragen und wir haben natürlich sofort und mit großer Freude diesen Nachlass angekauft, weil er für Österreich und natürlich auch für die österreichische Nationalbibliothek eine ganz große Bereicherung ist.